oder der Bastelzeit. Und ihr seht schon, heute geht es wieder so ein bisschen um die Arduino-Ecke. Genauer gesagt um die, ja, nennen wir es mal die klassischen Arduinos, also sowas wie Arduino Uno oder hier der Pro Mini. Und die haben alle eins gemeinsam, nämlich der Prozessor, der in der Mitte drauf ist. Wir sehen hier einen Atmel ATmega 328P. Und heute, da möchte ich dann eine Funktion von diesem 328P oder allgemein Arduinos genauer angucken. Und das ist das sogenannte PWM, respektive das Erzeugen von analogen Spannungen. Denn da gibt es so ein paar Tricks. Und für ein Projekt, was jetzt ansteht, ja, brauche ich ein bisschen was Spezielleres. Deswegen ist das jetzt bei mir auf dem Tisch. Aber ne, drüber reden ist schön, selber machen ist natürlich besser. Dann gehen wir direkt in den Code rein und gucken uns mal an, wie so ein PWM normalerweise aufgebaut ist und was wir da machen können. Okay, fangen wir mal ein bisschen hier am PC an und gucken erstmal, was ist denn überhaupt PWM? Naja, das steht für die Pulsweitenmodulation. Wir machen also Pulse und wir modulieren die Weite. Was das heißt, gucken wir uns gleich an, aber Pulse kennen wir ja irgendwo her. Na, wo kennen wir Pulse? Pulse ist ja an und aus. Na, unser Blinksketch ist nichts anderes. Und genau den habe ich mir hier mal geholt. Jetzt hier in Platform.io ist in Arduino aber quasi genau dasselbe, wenn ihr die Original-IDE holt. Wir haben einen Pin, in dem Fall hier den Nummer 9. Den setzen wir im Setup auf Ausgang und in der Loop gehen wir hin, schalten das Ding High, warten 5 Millisekunden, machen Low, warten nochmal 5 Millisekunden und beginnen wieder von vorne. Also 5 Millisekunden an, 5 Millisekunden aus und das in der Endlosschleife. Quasi wie die Blinksketch, nur hier in dem Fall ein bisschen schneller, ist für mich dann einfacher zu zeigen. Wenn wir uns das auf dem Oszilloskop angucken, dann sieht das hier so aus. Wir haben jetzt hier ein Raster von 5 Millisekunden und ja, wenn wir mal gucken, so Pi mal Daumen kommt das mit dem Raster hin. Wenn wir das mal hier ein bisschen ausrichten, dann sehen wir genau, ja, 5 Millisekunden sind wir high, also die LED wäre an und dann wäre es 5 Millisekunden aus. Und naja, ein An-Aus-Zyklus sind dann 2 mal 5 Millisekunden, also 10 Millisekunden. 10 Millisekunden passen wie oft in eine Sekunde rein? 100 Mal und das sehen wir auch hier oder hier. 99,8 Hertz in dem Fall. Ist nicht ganz die 100, aber ist auch nicht verwunderlich. Ich habe hier keine fixe Referenz für beides. Der Arduino-Code außenrum braucht auch ein bisschen Zeit. Von daher, meh, passt schon, ist nah genug dran. Und was hat das jetzt mit Pulsweitenmodulation zu tun? Naja, die Pulsweite heißt einfach nur, dass wir entsprechend die Breite vom Puls entsprechend ändern. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, okay, wir machen die High-Periode jetzt nur noch 3 Millisekunden lang, aber dafür die Aus 7 Millisekunden. Das heißt, unser Zyklus, unsere Frequenz, die bleibt gleich, 10 Millisekunden oder 100 Hertz. Aber wir haben hier gesehen, wir hatten hier genauso lange an, wie wir aus hatten. Wenn wir jetzt den neuen Code hochladen, dann dauert das einen kurzen Augenblick. Unser Signal verschwindet, während er den Code hochlädt. Und da ist unser neues Signal. Und wir sehen, die Frequenz ist immer noch bei den 99,8, aber unser Anpuls ist viel kleiner. Und ist euch noch was aufgefallen? Noch eine Angabe, die hat sich geändert. In dem Fall hier nämlich zum Beispiel VRMS oder, wenn wir es eingeblendet hätten, auch der Average. Ich glaube, der wäre sogar hier sinnvoller. Machen wir den mal gerade rein. Sekunde. So, jetzt haben wir hier auch den Average drin. Jetzt guckt mal hier, 1,6 Volt. 1,6. Wir haben insgesamt ja 5 Volt. Wir arbeiten mit 5 Volt. Sehen hier auch 5, irgendwas Volt. 1,6. Wie viel Prozent sind denn das? Und wer jetzt Kopfrechnen macht, der kommt da ungefähr so bei 30% raus. Wenn wir auf unseren Code gucken. 3. 7. Yep. 30% der Zeit sind wir an, 70% der Zeit sind wir aus. Das heißt also, wir können die durchschnittliche Spannung hoch und runter machen, sozusagen ja, eine unterschiedliche Spannung ausgeben. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochgehen würden, nochmal auf 50%, das heißt Hälfte, Hälfte und das entsprechend hochladen, dann sollten wir hier ja Pi mal Daumen 2,5 Volt rausbekommen. Warten wir gerade, bis das der Code oben ist und da sind wir. Durchschnitt 2,48. Na, genug. Wofür können wir das jetzt brauchen? Na, da gibt es jede Menge Sachen, wo wir das brauchen kann. Hauptsächlich alles, wo wir eine unterschiedliche Leistung ausgeben wollen. Relativ bekannt dürfte das sein, zum Beispiel bei LEDs. Nämlich, ja, das Dimmen von LEDs wird meistens über hier so ein PWM gemacht.
Aber auch an anderen Stellen, wo wir analoge Werte brauchen, zum Beispiel könnte man damit eine Art Labornetzteil bauen, unterschiedliche Spannungen ausgeben. Es kann eingeschränkt auch für Audioanwendungen benutzt werden oder auch um entsprechend Signale zu übertragen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Servomotor. Der bekommt ebenfalls PWM-Signale und je nachdem, wie breit entsprechend die Pulsweite ist, also hier zum Beispiel 50%, würde der Servo in den meisten Fällen auf 50% des möglichen Bereichs fahren. Also fassen wir nochmal gerade zusammen. Wir wissen jetzt schon mal relativ gut, was ein PWM ist. Ein PWM ist ein Puls, bestehend aus einer High- und einer Low-Phase, auch Zyklus genannt. Wie lang dieser dauert, das ist die sogenannte Frequenz, hier in unserem Fall 100 Hertz. Und was ebenfalls wichtig ist, ist die Pulsweite oder das Tastverhältnis, in dem Fall hier 50%, weil wir haben 5 Millisekunden an und 5 Millisekunden aus. In unserem Code können wir ja im Prinzip beide Varianten hier ändern. Wir können einmal die Pulsweite ändern, können den kürzer oder länger machen und wir können genauso gut die Frequenz ändern. Das macht erstmal nichts aus, denn diese Pulsweite ist ja prozentual von der Gesamtlänge des Zyklus. Das heißt also, wenn wir eine höhere Frequenz holen, also hier die Zeit für so einen kompletten Hoch-Runter kleiner machen, ja, dann machen wir halt einfach die Hochphase und die Untenphase genauso kleiner. Können wir uns auch hier mal anschauen, wenn wir jetzt hier nicht hingehen und sagen 5,5, sondern wir sagen, was weiß ich, 2,5 und 2,5, dann haben wir gleich eine höhere Frequenz. Aber wenn wir hier mal weiter gucken, gleich die trotzdem dieselbe Abtastrate, auch hier einblenden. Und hier können wir es jetzt auch sehen, wir haben jetzt hier eine Frequenz von ja, 250 Hertz, meint er. Das Ganze ist natürlich insgesamt kleiner geworden, aber unser Verhältnis ist immer noch 50% an, 50% aus. Und genauso auch unsere Spannung hier, die Durchschnittsspannung, die ist immer noch so um 2,5 Volt, was halt 50% von unserer Betriebsspannung 5 Volt ist. Okay, also Thema erledigt. Na, schön wär's, denn dummerweise haben wir da noch zwei Probleme. Nummer 1, die Frequenz hier, die ist noch relativ langsam. 250 Hertz ist schon okay für viele Anwendungen. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir möchten LED dimmen, dann kann 250 Hertz schon ausreichen, weil man sagt, so das menschliche Auge, 100 bis 200 Hertz kann man unterscheiden. Dann alles, was drunter ist von der Frequenz, das nimmt man als Flackern wahr. 250 dürfte schon halbwegs draußen sein, aber ne, höhere Frequenz heißt auch weniger Risiko, dass man es flackern sieht. Und spätestens, wenn man dann irgendwie mit Signalen zu tun hat, dann reden wir eigentlich eher von Kilohertz. Und ja, prinzipiell können wir das auch hier mit unserem Code abbilden. Wir müssen ja nur unsere Delays runter machen, aber naja, wer schon mal Arduino programmiert hat, der weiß, Delays sind in den seltensten Fällen eine gute Idee. Wenn wir das hier so machen, ja, dann können wir nichts anderes machen. Und wir wollen ja vielleicht nicht nur den Puls ausgeben, sondern der Controller soll eventuell auch noch was Sinnvolles tun. Glücklicherweise hat Arduino da eine kleine Hilfe drin. Und zwar, wir hatten hier jetzt ja Digital Write benutzt. Die Sache ist, wir können aber auch Analog Write benutzen. Und da ist die Angabe nicht mehr PWM und High, also welcher Pin und welcher Zustand, sondern hier hinten kommt eine Zahl hin und die Zahl, die bewegt sich zwischen 0 und 255. Das hat damit zu tun, dass 256 oder 255 ja 8 Bit sind und das hier ist ein 8-Bit-Wert. Das heißt also, wenn wir jetzt hier 128 machen, sind wir Pi mal Daumen in der Mitte und es sollte sich eigentlich nichts ändern. Also machen wir das mal so, laden das hoch und das müssen wir im Prinzip sogar nur noch einmal aufrufen hier im Setup. Den Rest macht er automatisch, das heißt, wir können unsere Loop sogar leer lassen oder später dann unser Programm reinmachen. Und ja, ich lade das mal hoch und beobachten wir mal, was sich am Oszilloskop hier tut. Und wir wissen ja schon, Tastverhältnis soll weiter bei 50% bleiben, weil wir sind ja Pi mal Daumen bei der Hälfte. Aber wenn wir auf die entsprechende Anzeige hier gucken, ja, da hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar, die Frequenz ist hochgegangen. Wir sind nämlich jetzt ungefähr bei 490 Hertz, die wir haben. Aber 2,5 Volt und 50% Tastverhältnis. Also, das stimmt also alles soweit noch und ja, ist genau das, was wir erwartet haben. Das Beste ist halt, wie wir gesehen haben, das rufen wir nur einmal auf und müssen uns jetzt nicht mehr drum kümmern. Das heißt, wir können hier unsere total aufwendige Berechnung anstellen.
An der Stelle kann man sich allerdings auch schnell auf die Schnauze legen, denn ihr erinnert euch daran, dass ich Pin 9 verwendet habe. Das hat einen Grund. Nicht jeder Pin auf dem Arduino Pro Mini oder auf anderen Arduinos ist PWM-fähig. Insbesondere hier bei dem ATmega 328P sind das nur ein paar. Genauer gesagt sind das die Pins 3, 5, 6, 9, 10 und 11. Alle anderen Pins, die können das nicht. Und hier ist direkt noch ein kleines Problem, denn wenn wir gucken, hier steht eine PWM-Frequenz dabei, 490 Hertz. Lasst mal gerade schauen, ja, 490, Pi mal Daumen sind wir auch da. Außer die Pins 5 und 6, die laufen mit 980 Hertz. Das heißt also, wir sind offensichtlich auf diese Frequenz hier festgelegt. Und das ist je nach Anwendung schlecht, denn ja, wir wollen eigentlich ja, wie wir eben gehört haben, eher so in Richtung Kilohertz bei manchen Anwendungen gehen. Heißt für uns, Analog Write ist zwar eine schöne Sache, um sich ein bisschen Zeit zu sparen, aber so wirklich das, was wir brauchen, ist das leider noch nicht. Und damit willkommen in der wunderschönen Welt der Theorie. Denn als nächstes wollen wir uns anschauen, zum einen, wieso haben wir nur manche Pins, die dieses Analog Write können? Und zum zweiten, wie läuft das überhaupt ab im Hintergrund, dass der das machen kann, während wir andere Dinge tun? Und ja, können wir eventuell damit auch noch ein bisschen hier unsere Probleme beseitigen und die Frequenz am Ende ändern? Also suchen wir uns mal das Datenblatt zur CPU und gucken da eine Runde rein. So, wir haben eben ja schon gesehen, der Chip heißt ATmega 328P. Hersteller war damals AVR, sind inzwischen aufgekauft worden von Microchip. Und sowohl Microchip als auch AVR haben glücklicherweise immer sehr ausführliche Datenblätter. Wenn wir hier schauen, hier haben wir entsprechend das Datasheet. Wenn wir das einmal öffnen, dann haben wir hier mal eben 662 Seiten, was das Ding denn tut und wie die ganzen internen Abläufe sind. Und das können wir uns jetzt natürlich alles sehr, sehr genau durchlesen. Oder wir nehmen uns einfach die Stellen raus, die für uns relevant sind. Und das wären hier unten einmal, was wir wissen sollten. Es gibt sogenannte Timer-Counter. Davon gibt es zwei Stück mit 8-Bit und einen mit 16-Bit. Das halten wir uns im Hinterkopf. Auf die kommen wir gleich nochmal zurück. Und wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, dann kriegen wir hier irgendwo auch das Pin-Out. Also welcher Pin wo ist und was tut. So, wir haben hier ein TQFP-Gehäuse, das wäre das hier. Und wenn wir drauf gucken, dann sehen wir schon, halt, stopp, das, Moment, das kommt irgendwie nur mäßig hin. Wir haben ja gesagt, wir geben auf Pin 9 aus, das wäre ja der hier, oder? Nein, ist nicht. Arduino benutzt Nummern, die nichts mit den eigentlichen Chips zu tun haben. Die hat sich Arduino quasi selber ausgedacht. Bei Atmel bzw. Microchip heißen die Pins hier so, PD5, PD6, PD7, PB0. Das hat mit dem internen Aufbau zu tun, zum Beispiel die ganzen PDs. Die sind logisch gesehen ein großes Ding und da sind dann 8 Pins drin. Genauso dann PB, da sind mehrere Pins drin. Das heißt also, was wir auch noch haben sollten, ist eine Übersetzung von Arduino auf die offiziellen Namen. Da kann man zum Beispiel das hier nehmen von MCU Dude. Die haben da ein schönes Pin-Out sich gebastelt. Und wenn wir gucken, hier der Arduino Pin 9, das ist eigentlich der PB1. Das heißt also, es ist nicht der hier, sondern das hier ist eigentlich unser Pin 9, mit dem wir hier die ganze Zeit gearbeitet haben. Jetzt können wir natürlich durchgehen, wo unsere ganzen Pins sind, 3, 5, 6, 9 und 11. Aber ich kürze das mal ab. Die kann man nämlich finden, wenn wir auf die Alternativfunktionen hier gucken. Wenn wir sehen, hinter jedem Pin steht noch ein bisschen was dabei, was der sonst noch kann. Hier haben wir zum Beispiel den PD0. Der hat als Alternativfunktion RXD, das ist der Receive-Pin vom UART, das heißt also der Empfänger von unserem Programmierport oder hier der Transmitter. Und alle PWM-Pins, die haben sowas hier dabei stehen, OC1A oder OC1B oder OC0B. Und das ist eine spezielle Funktion von diesen Timern, die wir eben gelernt haben, nämlich OnCompare 1 und in dem Fall hier A oder OnCompare 1B. Das heißt, in diesem Fall ist es, OnCompare heißt, dass es die Funktion ist und das hier ist der erste A von Timer Nummer 1. Haben wir gelernt, drei Stück haben wir. Entsprechend finden wir hier auch OC1, OC0 und, ja, da wir bei 0 anfangen zu zählen, Überraschung, auch OC2. Das heißt also, wir können schon mal relativ gut davon ausgehen, okay, wir laufen offensichtlich über diese Timer-Counter
um unser PWM zu machen. Aber was ist denn überhaupt ein Timer-Counter jetzt schon wieder? Und naja, das Datenblatt ist dabei jetzt nicht unbedingt hilfreich. Das sagt der Timer-Counter. 0 ist ein 8-Bit-Timer-Counter. Ja, toll. Naja, wenn wir das Ganze auf Deutsch übersetzen, wird es eventuell schon mal klarer. Ein Timer ist entsprechend etwas, ja, eine Art Wecker oder eine Uhr sozusagen und Counter ein Zähler. Also ein Uhrzeitzähler, ein Zeitzähler. Und genau das ist es auch, wenn wir hier mal ein bisschen auf dieses wunderschöne Flowchart gucken, was wahrscheinlich jetzt nicht direkt verständlich ist, wenn man nicht jedes Mal damit arbeitet. Im Prinzip ist es etwas, das zählen kann und mit Zeit zu tun hat. Das heißt also, wir haben hier einen 8-Bit-Counter. Das heißt, wir haben eine Speicherzelle, wo wir eine Zahl hochzählen können. Das heißt also, die fängt bei 0 an und auf irgendein entsprechendes Event, auf irgendein Ereignis, zählt er jetzt 1 hoch, zum Beispiel dann auf 1. Das heißt 0, bei einem Ereignis zählt er auf 1, nächstes Ereignis 2. Und das geht in dem Fall hier hoch bis beim 8-Bit 255. Dann ist das Ding voll und ja, üblicherweise läuft es dann einfach sozusagen über und fängt wieder bei 0 an zu zählen. Jetzt haben wir ja schon gehört, das kommt von einem Ereignis. Es kann verschiedene Sachen haben, die entsprechend das Ereignis auslösen. Das kann ein externer PIN sein, der sowas ändert. Aber in den meisten Fällen ist das eher die Uhrzeit und zwar durch einen Prescaler. Uhrzeit, was, wie, wo? Naja, so ein Arduino, der hat üblicherweise einen Quarz dabei und der gibt einen Systemtakt vor, in unserem Fall hier 16 MHz. Das ist die Standardfrequenz von den meisten Arduinos, die mit einem ATmega 328 arbeiten. Und der läuft jetzt durch einen Prescaler, einen Vorteiler. Das heißt, wir können entweder sagen, okay, jedes Mal, wenn diese 16 MHz Takte reinkommen, zählt er hoch. Das heißt also, jede 16 Millionstel Sekunde würde der hier hochzählen. Das geht eventuell aber ein bisschen schnell, denn 16 Millionen 255 rechnen wir mal grob durch, dann kommen so ungefähr bei 16 Mikrosekunden raus. Das heißt, nach 16 Mikrosekunden wäre unser Counter voll und würde schon überlaufen. Und in den meisten Fällen ist das halt ein bisschen zu schnell, deswegen nutzt man die Prescaler-Vorteiler. Das heißt, wir können dann sagen, okay, Systemtakt geteilt durch 4, Systemtakt geteilt durch 8 oder sowas. Das heißt also, ja, in dem Fall hätten wir dann nur noch bei jedem 8. von den Systemtakten, dass er hier einmal hochzählt, dann wären wir schon irgendwo bei 127, 128 Mikrosekunden, also schon mal deutlich mehr. Und diese Prescaler, die können wir uns auch hier auch mal angucken, was es da zur Auswahl gibt. Da sind wir doch, und ich habe sogar gelogen, durch 4 geht nicht. Können also durch 8, durch 64, durch 256 oder durch 1024 rechnen. Und spätestens bei 1024 wird das schon interessant. Dann kommt der Überlauf nämlich nur noch irgendwie alle 15, 16, 17 Millisekunden so um den Dreh. Und das ist jetzt, wie gesagt, gerechnet mit 255, weil 8-Bit-Timer. Wir haben ja noch einen Timer, der entsprechend größer ist, ein 16-Bit-Timer. 16-Bit kann natürlich viel, viel größere Zahlen halten. Genauer gesagt 65.536. Na, wer hat Informatik gehabt? Yay. Und wenn wir den komplett hochzählen lassen mit vollem Prescaler, dann kommen wir irgendwo bei 4,2 Sekunden raus. Damit kann man also durchaus auch schon mal längere Zeiträume gucken. Aber wir wollen ja kleine Zeiträume oder irgendwie sowas. Und ja, wir wissen jetzt, dass wir offensichtlich diese Timer benutzen. Aber was bringt uns das jetzt eigentlich? Denn, naja, wir können jetzt irgendwie eine Zeitspanne zählen. Okay, aber was hat das jetzt mit unserer Pulsweitenmodulation und dem Analog-Write zu tun? Weil dann, da tun wir ja irgendwie GPIOs umschalten. Naja, das hat mit den Compares zu tun. Wir hatten eben ja schon das Wort gesehen, Compare. Also vergleichen. Und hier können wir es grob sehen. Ignoriert einfach mal den hinteren Teil. Wir gucken uns nur den vorderen an. Wir haben hier auf der Linie unseren Counter, der die ganze Zeit hochzählt. Sagen wir mal von 0 bis 255. Und dann fängt er wieder an. 0 bis 255. Und gleichzeitig gibt es noch irgendwo einen Wert, wo wir eine Zahl festlegen können. Zum Beispiel den hier. Was weiß ich, das ist so 3/4. Also sagen wir mal, das wäre jetzt 190. Und was jetzt passiert ist, naja, wir zählen wieder hoch, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
bis wir bei der 190 sind. 190 ist der Wert, den wir eingestellt haben in diesem Compare-Register. Und an diesem Moment schaltet er den OnCompare-Pin automatisch um, ohne dass wir in unserem Programm was machen müssen. Das läuft wirklich komplett über den Timer hier. Und der Pin bleibt dann, je nachdem, was wir eingestellt haben, Low oder High, also Gegenteil vom Standardzustand. Und zwar bis wir hier oben ankommen, bis wir überlaufen. Und an dem Moment wird es automatisch wieder auf den Ruhezustand zurückgesetzt. Diesen Compare, den können wir jederzeit verschieben, wie man hier sieht. Und auch den Top können wir hier verschieben. Aber das ist zu aufwendig jetzt erstmal. Was für uns interessant ist, ist einfach, wir können eine Zahl hier holen, die wir hochzählen. Und wir sagen, wenn wir da vorbeikommen, dann schalte bitte um. Und ja, das gibt hier unser PWM-Signal. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben dann hier die On-Zeit, hier die Off-Zeit. Und hier haben wir wieder die On-Zeit, bis wir wieder an derselben Stelle sind. Und diesen Trick macht sich dieses Analog Write vom Arduino zunutze, um entsprechend die Pins automatisch umschalten zu lassen, ohne dass wir da in der Software irgendwas machen müssen und entsprechend die Ressourcen dann frei haben, um andere Dinge zu berechnen. Das heißt also, wenn wir das schneller haben wollen, ist das erstmal kein Problem. Wir müssen nur hier die Timer-Konfiguration ändern und dafür sorgen, dass er schneller hochzählt. Das haben wir eben ja gelernt. Das machen wir über die Prescaler. Und ich denke, was wir jetzt machen sollten, ist einfach uns mal diese ganzen Konfigurationsnummern, die wir hier haben, ne, die Period nicht, aber TCNT und die Prescaler-Konfiguration und die Vergleichskonfiguration, die packen wir uns einfach mal und geben die in unserer Software aus, sodass wir mal verstehen, was das Analog Write hier überhaupt macht. Gucken wir nochmal gerade. Pin Nummer 9 war der OC1A. Wir sind also beim Timer 1 unterwegs. Den sollten wir uns also anschauen. Das ist der 16-Bit-Timer-Counter. Und wo sind die Register? Die haben wir hier, die Register-Description. So. Ich würde sagen, ich gebe die jetzt hier einfach mal alle aus. Ich mache die einfach mal alle fertig. Und ja, dann gucken wir gleich mal, was da rauskommt. Machen wir kurz Pause, bis ich hier den Code zusammen habe. Okay, dann gucken wir mal. Ich habe jetzt hier unten mal alle Register-Sachen ausgegeben, die zum Timer 1 gehören. Und jetzt können wir hier durchgehen, was denn diese ganzen Werte bedeuten. Okay, vielleicht nicht die ganzen. Wir werden uns auf das konzentrieren, was für uns relevant ist. Aber ich denke, so können wir relativ gut verstehen, was denn hier passiert. Fangen wir mit dem TCCR1A an. Da haben wir diesen Wert hier. Die erste und das letzte Bit ist gesetzt. Und wenn wir hier in die Liste gucken, TCCR1A. Timer, Counter, Control, Register für den Timer Nummer 1. Und das hier ist der Kontrollregister A. Die geht es weiter hier unten bis auf C. Es gibt also drei Kontrollregister, A, B und C pro Timer. Und wenn wir reinschauen, können wir genau sehen, welches Bit was macht. Wir haben ja das erste und das letzte gesetzt, also COM1 A1 und WGM10 haben wir gesetzt. Fangen wir mit dem WGM direkt mal an, weil je nachdem, wie die gesetzt sind, ändert sich die Bedeutung von denen hier vorne. Und wenn wir WGM uns anschauen in der Tabelle, dann sehen wir da, es gibt noch ein paar mehr. Was zum Geier? Na, die kommen dummerweise schon im nächsten Register. Das heißt, wir müssen uns den auch schon angucken. Hier sind die WGMs auf den beiden Bits hier und die sind bei uns hier 0. Das heißt also, wir haben 13 und 12 auf 0. Gucken wir mal hier schon mal. 13 und 12 auf 0. Das heißt, hier sind wir schon mal. Und dann haben wir die 0, 1. Das heißt, wir haben das hier. Das ist unser aktueller Modus. PWM Phase Correct 8 Bit mit einer Top Value von 0xFF. So. Okay, was heißt das jetzt für uns? Nun zum einen, unsere Top-Value ist FF oder 256. Das hier, der Timer 1, das ist einer von den 16-Bit-Timern. Ich scroll jetzt nicht mehr komplett hoch, aber hier könnt ihr sehen, ist ein 16-Bit-Timer in der Überschrift. Das heißt, der ginge normalerweise bis 65.000 Blafu. Aber in dem Fall hier, durch die Konfiguration, limitieren wir den auf 256. Der verhält sich also wie ein 8-Bit-Timer. Und was wir noch setzen, das ist, dass wir ein Phase Correct PWM machen. Und damit können wir jetzt hier hochgehen, denn hier unsere Tabellen, was dieses COM1A und so macht, die sind davon abhängig. Wenn wir gucken, Compare Non-PWM, Fast PWM, nein, hier Phase Correct PWM. Das ist das, was wir brauchen an Tabelle. Und wir haben da gesetzt die 1, 0 für den COM1A. Der COM1B ist nicht gesetzt. Also gucken wir mal hier. Compare 1A
auf 1,0 bedeutet, hier sehen wir es, Clear OC1A oder OC1B on compare match when upcounting, Set OC1A oder OC1B on compare match when downcounting. Hä? Up, down, was? Ich dachte, wir zählen nur hoch. Ja, hier nicht, bei dem Face Correct PWM geht das ein bisschen anders. Aber gucken wir erstmal, wir sitzen und clearen also einen Value, und zwar OC1A oder OC1B. OC1B wären hier die Register, die sind ja 0, das heißt, uns geht es um OC1A. Und wenn wir gucken, der Pin OC1A entspricht dem Arduino Pin 9. Und das ist ja auch der, den wir hier mit unserem Analog Write entsprechend angesprochen haben. Also, das ist genau die Konfiguration, dass er was mit diesem Pin machen soll. So, jetzt müssen wir nur noch das mit klären hier wegen Upcounting und Downcounting. Nun, der nutzt hier, wie wir gesehen haben, einen speziellen Modus, und zwar den Face Correct PWM. Und ich glaube, hier gab es ein Diagramm. Moment. Bei Face Correct PWM ist es so, dass er hochzählt. Wenn wir einen Wert erreichen, schaltet er entsprechend um. Und wenn er oben angekommen ist, springt er nicht direkt wieder auf 0, sondern er zählt jetzt runter. Und irgendwas ist hier anders eingestellt. Ja, unser Modus ist irgendwie nicht dargestellt. Aber im Prinzip, wenn wir runterzählen und er kommt hier auf diesem Wert, der eingestellt ist, vorbei für den Compare, würde er jetzt wieder umschalten. Nicht hier oben, wie es hier gezeigt ist. Das ist irgendwie wieder was anderes. Aber im Prinzip, was ihr euch merken könnt, der Timer-Counter, der zählt hoch 0 bis 255 und dann zählt er wieder 255 bis 0 runter. Und jedes Mal, wenn wir am Compare vorbeikommen, dann schaltet er entsprechend unseren Pin hier um. Okay, soweit so gut. Fehlt noch eins und das sehen wir ebenfalls hier. Und zwar die Register CS12, 11 und 10. Die geben vor diesen Prescaler, diesen Vorteiler. Das sind die letzten drei und die haben wir hier auf 0, 1, 1. Wenn wir hier mal gucken, 0, 1, 1 ist Clock I.O. geteilt durch 64. Das heißt also, wir haben erstmal unseren Systemtakt. Das sind beim Arduino 16 MHz. 16 MHz sind 16 Millionen Hertz. Und die teilen wir jetzt durch 64, weil wir ja einen Prescaler haben, einen Vorteiler von 64, bevor es überhaupt beim Counter ankommt. Wenn wir das machen, dann kommen wir bei 250.000 Hertz raus oder auch 250 Kilohertz. Das ist aber ja jeder Takt, der hier ankommt. Für uns relevant ist aber, wie lang dauert so ein Zyklus? Und der Zyklus, das wäre jetzt erstmal durch 255, weil wir zählen ja von 0 bis 255. Dann kämen wir raus bei Pi mal Daumen 980 Hertz. Was aber jetzt ja nicht stimmt, weil wir waren ja bei 400 oder so. Aber ja, wir haben noch was vergessen. Wir haben ja Face Correct, das heißt, wir zählen hoch und zählen runter. Wir haben das Ganze also doppelt, die doppelte Anzahl, 255. Das heißt also, wir müssen nochmal durch 2 rechnen, weil wir ja einmal hoch und einmal runter zählen und 980 geteilt durch 2. Dann kommen wir Pi mal Daumen bei 490 Hertz raus. Und Überraschung, was hatten wir eben nochmal? Ungefähr 490 Hertz. Wunderschön, da kommt also unser Takt her. So, die restlichen Register, die können wir im Prinzip überspringen. Wir sehen, die meisten sind eh nicht wirklich gesetzt. Hier haben wir den aktuellen Zählerstand. Das heißt also, das war der Wert, wohin er gezählt hatte, als ich hier meine Ausgabe gemacht hatte im Programm. Die ändert sich natürlich ständig und automatisch im Hintergrund. Und ansonsten steht dann hier noch drin, dass er wirklich die Pins aktivieren soll, dass er zum Beispiel eventuell unserem Code hier Bescheid sagen soll, wenn sich was ändert. Aber das hat Arduino alles für uns geregelt. Passt schon. So, was heißt das für uns? Nun machen wir den ganzen Klumbatsch hier mal weg und bleiben bei unserem Analog Write ohne alles. Und zwar können wir jetzt sagen, dass wir den Prescaler ändern wollen. Der war ja jetzt 011 im TCCR1B. Das heißt, wir ändern den jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5 und dann sagen wir mal, wir wollen den nur durch 8 haben, also 0, 1, 0. Funktioniert jetzt hier so? In dem Fall ja, aber wir müssen aufpassen, wenn wir das hier so einfach setzen, dann überschreiben wir auch hier vorne die Werte und die WGM-Werte. Das wäre eventuell schlecht. Das heißt, Best Practice ist es dann hier noch mit Masken zu arbeiten, mit Ort zu arbeiten,
Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich gehe jetzt hin und lese den einfach, setze hier ein und drauf und hole dann hinten den mit einem or dran. Das ist Binärlogik. Ich glaube, ich habe da mal so ein IT-101 gemacht. Da könnt ihr das nachgucken, wie man dieses undieren und ja oder da macht. Aber im Prinzip müssten wir jetzt, wenn wir es richtig gemacht haben, entsprechend unseren Prescaler geändert haben. Das heißt, wir sollten jetzt nicht durch 64, sondern nur noch durch 8 machen. Das heißt also, rechnen wir mal kurz. Von 490 Hertz sollten wir jetzt hochgehen auf ungefähr 3,92 Kilohertz. Das ist das, was ich erwarte, wenn ich hier diese Software so hochlade und entsprechend da was umstelle. Gucken wir mal, ob er das auch tut. Den laden wir hoch und wir gucken fleißig auf unser Oszilloskop hier. Und es hat sich auf jeden Fall was getan und wir sehen hier schon 3,9 Kilohertz. Ja, man könnte meinen, dass entsprechend hier das Ding das tut, was wir reinprogrammieren und nicht irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Das heißt also hier so, haben auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, durch Änderung von diesem Prescaler die Frequenz zu aktualisieren, die Frequenz zu ändern und so uns da einen schnelleren PWM zu machen. Der gibt immer noch 128, also ungefähr 50% aus, aber eben mit einer deutlich höheren Frequenz. Einen Punkt haben wir aber noch, und zwar, wir haben jetzt hier ja am Timer 1 rumgefummelt, der zuständig ist für OC1B und OC1A, also Pin 9 und 10. Jetzt haben wir ja auch noch gesehen, es gibt ja auch noch den Timer 2, zum Beispiel für den Pin 11 und Pin 3. Und dann gibt es noch den Timer 0, der kümmert sich um die beiden hier, Pin 5 und 6. Und Pin 5 und 6 ist uns eventuell schon mal begegnet, wenn wir hier nämlich gucken. Pin 5 und 6, die laufen mit einer anderen Frequenz, 980 Hertz statt 490. Das hat auch einen Hintergrund, denn der Timer 0, der zuständig ist für diese beiden Pins hier unten, den nutzt Arduino auch für was anderes, nämlich nicht nur um PWM zu machen, sondern auch um seine Zeit zu halten, denn, naja, es ist ja auch ein Timer, ne? Der wird zum Beispiel genutzt, um die Funktion Millis bereitzustellen oder auch die Funktion Delay. Das heißt also, wenn wir von dem, vom Timer 0, plötzlich den Prescaler ändern, dann gehen auch Sachen wie Millis oder Delay kaputt. Das heißt also, sie funktionieren zwar noch, aber sie werden im selben Verhältnis dann kürzer oder länger. Das heißt also, wir können eventuell die Zeit nicht mehr sauber halten. Deswegen Vorsicht, wenn ihr beim Timer 0 rumhantiert. Die anderen beiden Timer sind in fast allen Situationen kein Problem zu ändern, aber Timer 0 ein bisschen vorsichtig sein. Okay, schöne Welle und jetzt gehen wir nochmal gerade alles durch in Schnelldurchgang, sodass wir auch alle auf demselben Nenner sind. Wir haben also einen Zähler, der zählt die ganze Zeit von 0 hoch bis 255, dem Topwert, und dann wieder runter zu 0. Außerdem haben wir irgendwo einen Wert, den OnCompare-Register. Der kann irgendwo zwischen 0 und 255 in dem Fall sein. Wenn wir jetzt hochzählen und wir kommen beim Hochzählen bei diesem Wert an, dann springt ein externer Pin, der OC1A, von High auf Low. Also von einem 5-Volt-Pegel auf einem 0-Volt-Pegel. Auf dem Rückweg hingegen, wenn wir da dann beim Runterzählen vorbeikommen, dann geht es in die andere Richtung, er springt von Low auf High. Das Ganze läuft automatisch ab, das heißt also ohne irgendwelche Software, die wir da noch machen müssen. Wir müssen das Ganze nur einmalig einrichten und da sich die Welle immer wiederholt, mit diesem Hoch-Runter-Zählen haben wir auch hier unten am Ende entsprechend unsere Pulse immer automatisch an der richtigen Stelle. Das Ganze, das läuft mit einer Frequenz. Die Frequenz, das ist die Zeit zwischen zwei Stellen, wo es auf demselben Wert ist, das heißt also einmal hoch und runter zählen, das wäre die Frequenzspanne. Die ist bei 16 MHz, geteilt durch einen Prescaler, bei uns ist der jetzt im Moment 8, geteilt durch den Counterwert 255 und da wir zweimal zählen, einmal hoch und einmal runter, nochmal durch 2, wäre in hier dem Fall 3,922 ungefähr Kilohertz und 3,92, so um den Dreh sind wir auch hier drin. Bisschen Messungenauigkeit, passt schon. Das ist das, was wir aktuell eingerichtet haben. Diese Frequenz, die können wir ein bisschen beeinflussen, hauptsächlich über den Prescaler. Da gibt es ein paar Werte, die wir da nutzen können, die hatten wir ja eben gesehen. Und zwar zwischen 1 und 1024 gibt es da ein paar. Und bei 16 MHz wären das für uns beim Standard 64 eine Frequenz von 490 Hertz. Wenn wir hochgehen auf 8,
dann wären wir bei ungefähr 3,9 kHz. Das ist das, was wir aktuell haben. Bei einem 1er, da wären wir bei einer Frequenz von ungefähr 31 kHz. Und in die andere Richtung, wenn wir nach unten gehen, 256 wäre 120 Hertz und 1024 wäre 30 Hertz. Die ganzen Frequenzen können wir mit ein bisschen Konfigurationsfu auch verdoppeln, indem wir nicht sagen, wir machen hier dieses Phase Correct, sondern wir machen das andere, was ich am Anfang erklärt habe, dass wir nur einmal umschalten und wenn wir oben ankommen, dann wieder zurückschalten. Dann verdoppelt sich quasi die Frequenz, weil wir den Zyklus nur noch einmal durchlaufen. Das wären dann entsprechend 60 Hertz, 240 Hertz, 980 Hertz, 7,8 kHz und ungefähr 62 kHz. Das heißt also, solange wir irgendwas brauchen können, was in diesem Frequenzbereich ist, reicht es für uns, ein paar Register zu setzen und dann ist alles gut. Aber ihr kennt mich ja, ich brauche natürlich was dazwischen, also müssen wir wohl offensichtlich noch ein bisschen tiefer reingraben. Wie können wir denn eine Frequenz holen, die wir nicht nur mit Prescalern erreichen können? Also, ich habe natürlich wieder eine Sonderanforderung, das heißt, ich möchte eine Frequenz von 420 Hertz unbedingt haben. Und die können wir über unsere Prescaler nicht erreichen. Also müssen wir irgendwie was anders machen. Das erste, was ich mache, ist von diesem Phase Correct, das heißt also hoch und runter zählen, auf Standard PWM ändern. Das ist das hier, dass wir einfach hochzählen und dann geht es direkt auf 0. Und ja, die Welle hier unten stimmt jetzt natürlich nicht mehr. Die sähe dann eher hier so irgendwie aus. Das heißt also, wenn wir erreichen den Wert, ups, der ist sogar an der falschen Stelle, da müsste der hin. Wenn wir den da erreichen, dann wird entsprechend der Pin auf Low gesetzt und wenn wir ganz oben angekommen sind, auf High. Was sich da für uns ändert, ist, dass sich die Frequenz verdoppelt, weil wir jetzt ja nicht mehr hoch und runter zählen, sondern die Periode ist hier schon abgeschlossen. Das heißt, in der Hälfte der Zeit, wir hatten vorher ja, wenn wir hier nochmal so eine Linie einzeichnen, die doppelte Zeit jeweils benötigt, um von 0 wieder zu 0 zurückzukommen. Also dürfte sich unsere Frequenz, halbe Zeit, verdoppeln. Wir hatten 3,9, das heißt 3,9 mal 2 sollte da rauskommen, sprich 7,8 kHz. Kriegen wir das hin? Na, probieren wir das doch mal und stellen auf Standard PWM um. Für Standard PWM gucken wir auf hier die. Wir haben aktuell den Phase Correct PWM mit 8 Bit. Wir wollen Fast PWM mit 8 Bit. Was ändert sich? Der bleibt gleich. Die WGM 12 wird gesetzt und die WGM 13 bleibt auch gleich. Das heißt, wir müssen die 12 ändern. Schauen wir mal, finden wir die WGM 12 hier? Nein, in Timer Counter Configuration 1a ist es nicht drin. Und wir erinnern uns aber, das war gesplittet, das heißt in 1b ist das drin. Das ist natürlich für uns praktisch, weil 1b ändern wir ja eh schon. Wir haben ja schon die letzten Pins für den Prescaler geändert. Das heißt, wir müssen jetzt hier die zwei Pins davor auch noch ändern. Das heißt, die holen wir hier aus unserer Maske raus, sodass wir die auch editieren dürfen. Machen wir die auf 0 und setzen dann hier die beiden Bits, die wir ja haben, auf, was haben wir gesagt, 0,1. Ne? Ich bleibe hier bei 8-Bit, weil 8-Bit kann jeder Timer. Wie gesagt, der 1er hier ist speziell, weil der auch bis 16-Bit hoch könnte. Aber wollen wir nicht. Wir bleiben hier bei 8-Bit. So, wenn ich das jetzt hier so hochlade, dann sollte theoretisch die Frequenz sich verdoppeln. Schauen wir mal, ob das auch passiert. Ja, Upload läuft und 7,8. Ja, Pi mal Daumen, 7,81. Wie gesagt, ist nicht ganz genau. Zum einen könnte hier die Raumtemperatur dann Einfluss haben. Die Geräte haben keine saubere Referenz. Und ich gehe mal davon aus, hier mein China-Arduino wird mit seinem Quarz auch jetzt nicht die höchste Qualität haben. Aber ne, die Richtung stimmt. So, 7,8 kHz ist aber noch weit entfernt von unseren 420 Hertz. Also müssen wir mal gucken gehen, was können wir denn machen? Naja, wir können an der Zeitspanne mit Prescalern erstmal leider nichts mehr machen. Das heißt also, wir müssen irgendwas anderes tun und dafür haben wir noch zum Glück den Zähler. Was wir nämlich machen können, ist über den Zähler das Ganze ja schneller machen, indem wir den Zählerbereich einschränken. Nicht mehr bis 255 zählen, sondern zu was anderem zählen. Das heißt also, wir holen erstmal den Prescaler-Wert, der am nächsten dran ist, aber langsamer ist als das, was wir wollen. Wir haben aktuell 420 Hertz. Das nächst langsamere wäre 240 Hertz bei einem Prescaler von 256. Also ändern wir den erstmal. Wo waren unsere Prescaler hin? Das waren die hier. Und wir wollen 256, das wäre 100.
ändern wir das schon mal. Das heißt also, wir gehen hier von unserem Prescaler von 8010 auf die 100, heißt 256. Wenn wir das tun, dann sollten wir jetzt unsere Frequenz von 240 Hertz entsprechend hier haben. Also gucken wir auch da nochmal. Und yep, close enough. Man sieht jetzt natürlich nichts. Ich muss erst die Zeitbasis hier ein bisschen ändern, dass der Grafik auch hinterherkommt. Aber wir sind Pi mal Daumen bei 240, wie gesagt. Gut, jetzt müssen wir das Ganze schneller machen, um auf unsere 420 zu kommen. Aber wie? Wir können hier oben den Wert nicht wirklich ändern. Das heißt also, rein mit Hardware kommen wir hier nicht weiter. Aber wir kommen mit was anderem weiter, nämlich unserer Software. Und hier gibt es dann zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, einen Compare zu nutzen. Naja, wir haben ja im Moment 255. Das entspricht momentan 240 Hertz. Das heißt also, für 420 Hertz müssen wir eine geringere Zahl haben. Also, wenn wir das ausrechnen, Verhältnis hier nehmen und entsprechend das im Verhältnis hier auch kleiner machen, dann kommen wir auf 145,7, sagen wir 146 gerundet, wäre also die Zahl, zu der wir zählen müssen. So, wie machen wir das jetzt? Nun, eine Möglichkeit wäre hier so einen On-Compare zu benutzen. Momentan benutzen wir ja hier diesen OCR1A, um entsprechend hier das Level zu bestimmen, wann unser Pin umschaltet. Wir können dem aber auch sagen, dass er nicht das zum Pin umschalten benutzt, sondern unserer Software Bescheid sagt, hier pass mal auf, da ist irgendein Ereignis aufgetreten, da möchtest du jetzt eventuell drauf reagieren, den sogenannten Interrupt. Und dann könnten wir in unserer Software hingehen und sagen, okay, der Zähler hier, der ist jetzt wieder null. Das heißt, wir setzen den per Hand zurück. Funktioniert prinzipiell, aber wir haben nur zwei dieser Compare Units. Wir haben den OCR1A. Die brauchen wir ja für unser PWM, für den Pin umzuschalten. Und wir haben den OCR1B. Momentan ist das kein Problem. Denn momentan nutzen wir ja nur einen Pin. Das heißt aber, wenn wir den benutzen würden, den entsprechenden zweiten Compare, dann würden wir den OC1B-Pin hier verlieren. Das heißt also, wir könnten den Pin 10 nicht mehr als PWM-Pin nutzen. Und das ist natürlich schlecht, weil ja, wir haben gesehen, die Anzahl der PWM-Pins ist ohnehin ja schon beschränkt. Das heißt also, eventuell nicht gut, so eine Compare-Unit dafür zu verschwenden, um die Frequenz einzustellen, weil wir verlieren mal eben den kompletten Pin. Wir haben aber noch eine Möglichkeit, und zwar gibt es noch einen Interrupt. Und der löst nicht hier aus, auf einer Compare-Unit, sondern hier oben. Wenn ein Overflow auftritt, also entsprechend der wieder zurück auf 0 gesetzt wird, dann gibt es auch einen Interrupt. Und den können wir uns zunutze machen, denn wir können ja genauso gut in die andere Richtung sagen. Okay, wir zählen jetzt nicht bis 146, sondern stattdessen, wir zählen ab. Und zwar 255 minus 146 gibt 109. Das heißt also, ab 109 können wir zählen. Hieße, wenn wir hier oben ankommen, löst unser Interrupt aus, unsere Software reagiert darauf, unterbricht alles und setzt den Zähler, der gerade auf 0 gesprungen ist, hoch auf die 109. Das heißt also, wir fangen hier erst an zu zählen und wenn wir natürlich später erst anfangen zu zählen, Überraschung, wird unsere Frequenz kleiner, weil wir plötzlich hier, machen wir den hier mal Pi mal Daumen auf 109, sagen wir mal, hier wäre das. Wenn wir jetzt bei 109 erst anfangen zu zählen, naja, wir sind schneller oben und entsprechend geht entsprechend hier auch unsere Zeitspanne dann runter, weil wir immer wieder schneller oben ankommen, weil wir nicht ab 0 zählen, sondern eben einen geringeren Bereich haben. Das wollen wir dann jetzt mal machen. Dazu müssen wir erstmal unseren Overflow Interrupt hinbekommen. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass der Timer unserer Software Bescheid sagt, pass mal auf, hier ist was passiert, wie willst du reagieren? Und ja, wenn wir hier mal durchscrollen, dann gibt es da einen schönen Register dafür, nämlich den Interrupt Mask Register. Der bestimmt, welche Interrupts aktiv sind und welche nicht. Und für uns relevant, ja, gucken wir mal durch, Counter, Interrupt Capture, Output Compare Match. Oh, was haben wir denn hier? Ein Overflow Interrupt Enable. Das klingt gut, wir wollen ja auf diesen Overflow hier oben reagieren. So, den wollen wir also einschalten, das ist das letzte Bit in TIMSK1. Was sagt der Text noch? Wenn das Bit gesetzt ist und die iFlag im Statusregister gesetzt ist, also Interrupts global eingeschaltet sind, dann ist entsprechend dieser Overflow Interrupt eingeschaltet. Okay, gut. Bit hier setzen, kein Problem. Was hat es mit dem Statusregister Interrupts globally zu tun? Naja, man kann die Interrupts für den kompletten Prozessor ein- und ausschalten, ist für uns aber nicht relevant, weil Arduino nutzt Interrupts ohnehin intern, das heißt, das ist alles schon vorkonfiguriert, brauchen wir also nicht zu beachten. So,
setzen wir das mal. Und wie das funktioniert, haben wir ja eben schon gelernt. Wir holen uns hier entsprechend diesen Register. Und wir wollen ja nur dieses eine Bit verändern. Das heißt, wir sagen, okay, die ganzen Sachen, wo eine 1 ist, die wollen wir so haben, dass sich da nichts verändert. Und zwar wollen wir da eine 1 hinschreiben. Und eventuell habt ihr schon gesehen, eben habe ich da aus Versehen noch einen Code drin gelassen. Und zwar den hier. Und das ist genau der, den wir jetzt brauchen. Upsala. Das ist eine sogenannte Interrupt Service Routine. Das heißt also, das hier wird aufgerufen, wenn irgendwas passiert. Und Interrupt heißt, egal was passiert. Das heißt, auch wenn wir in der Loop jetzt hier ein Delay für eine Sekunde haben, dann ist das vollkommen egal. Der unterbricht das Delay, springt hier rein. Und wenn unsere Funktion hier abgeschlossen ist, dann macht er hier unten entsprechend im normalen Code weiter. So, und wir sehen jetzt hier, wir wollen eine Interrupt Service Routine für den Timer 1. Und zwar ist das hier OVF, Overflow. Die heißen so, wenn wir hier Timer 1 eingeben, sehen wir auch hier, mein Editor macht da schöne Vorschläge. Ansonsten gibt es da Listen in der Arduino-Doku, wie die einzelnen Sachen heißen. Und was wollen wir da machen? Naja, wir wollen den Timer, haben wir eben ja gelernt, auf die 109 setzen. Wir gucken, es gibt hier irgendwo den Register, wo der Timer selber drin ist. Das sind die beiden hier. TCNT1H und TCNT1L in dem Fall. Das hat damit zu tun, dass das hier ein 16-Bit-Timer ist. Wir zählen nur mit 8-Bit, von daher, der High interessiert uns gar nicht. Der ist eh immer 0. Und deswegen gehen wir hin und setzen den TCNT1L nicht auf 0, sondern auf 109. Und theoretisch, wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, dann sollte jetzt unsere Frequenz ungefähr da sein, wo wir hinwollen. Also laden wir das mal hoch. Und Trommelwirbel, das sieht schon mal gut aus. Wir sind ungefähr bei unseren 420 Hertz. Ist ein bisschen zu schnell. Aber was auch nicht mehr ganz stimmt, wir wollten doch 50%, oder? Das hier sind keine 50%, das sind jetzt irgendwie 13,6%. Naja, klar, wir müssen natürlich auch dann prozentual unseren Prozentwert anpassen, um es jetzt mal komplett bescheuert zu sagen. Denn unser Arduino, der hat ja dafür gesorgt, dass entsprechend unser Wert hier irgendwo sitzt. Das ist aber ausgerechnet auf diesen Wertebereich zwischen 0 und 255. Wenn wir jetzt einen kleineren Wertebereich haben, müssen wir das hier natürlich, diesen Compare-Wert, auch höher setzen. Das heißt, wir gucken mal hier runter. Hier gibt es diesen OCR1AH und OCR1AL. Das sind die Compare-Register. High, wie gesagt, wir arbeiten nur mit 8-Bit, ist für uns nicht relevant. Aber der Low, den sollten wir jetzt eventuell anpassen. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und was ich jetzt gerade mal hier oben mache, das ist mir noch einen Wert definieren. Einfach, dass ich hier das gleich, wenn ich Änderungen mache, einfacher machen kann. Und was wir machen wollten, das ist der OCR1AL. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, müsste das funktionieren. Rechnen wir das gerade mal durch. Timer Original minus Timer Set gibt 146. 146 ist die maximale Anzahl an Zuständen, die wir hier in unserem Timer haben, dadurch, dass wir die ja von 255 eingeschränkt haben. Timer Org geteilt durch den Wert, den wir hatten, das ist das Verhältnis, was wir original hatten. Der Originaltimer war 255, wir hatten einen Wert von, sagen wir mal, 128. Das wären 2 und natürlich habe ich einen Fehler gemacht, geteilt durch. So rum muss das natürlich sein. Und wenn wir 146 geteilt durch 2 teilen, kommen wir bei 73 raus plus den Minimumwert, weil wir fangen ja da erst an zu zählen, macht einen Wert von 182 hier, den wir jetzt als Compare haben, statt 128. Und das sollte uns ungefähr unsere 50% bringen, theoretisch. Versuchen wir das mal. Müsste funktionieren. Laden wir mal hoch. Schauen, ob sich dann unser Tastverhältnis hier wieder einpegelt auf unsere 50% und nicht irgendwo bei 10 rumdümpelt. Und offenbar nein, irgendwas ist schief gegangen. Also nutzen wir das gute alte Print-Debugging und gucken uns mal an, was er da überhaupt macht. Und das macht keinen Sinn. Hä? Das ist diese Berechnung. Timer.org ist 255 geteilt. Achso, wir sollten das eventuell machen, bevor wir das überschreiben. Ansonsten kommt da natürlich Unfug raus. Nee, hier kommt immer noch eine 1 raus bei diesem Wert hier. Okay, 255 geteilt durch 128 ist bei mir nicht 1. Es sei denn, man rundet. Ja, okay. Wir sollten das eventuell als Float machen, ne? Ich meine, man könnte jetzt auch einfach das per Hand hier oben berechnen. Das ist wahrscheinlich einfacher, aber
Also, wenn euch das jetzt gerade nichts gesagt hat, das Problem ist, wenn wir hier geteilt durchrechnen, 255 geteilt durch 128, dann kommen wir auf 1,99 irgendwas und 1,99 irgendwas. Wenn wir hier mit einer Ganzzahl arbeiten, können wir keine Kommazahlen, deswegen wird es automatisch abgerundet auf 1. Wenn wir jetzt gucken, wenn wir jetzt hier Float erzwingen, dann kommt da auch entsprechend unsere 182 raus. Und jetzt sollten wir auf dem Oszilloskop auch, aha, unsere Frequenz haben, das sieht besser aus. So, 424 und unser Tastverhältnis ist auch jetzt 50% Pi mal Daumen. Wunderschön. So, okay. Genügend Brainfuck. Was wir jetzt noch machen können, ist ein bisschen kalibrieren. Wir sind ja mit der Frequenz ein bisschen zu hoch. Das heißt, wir wollen ein bisschen langsamer werden. Das können wir natürlich machen, indem wir einfach hier den Wert ein bisschen anpassen. Langsamer werden heißt Zahl kleiner machen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal von 9 auf, sagen wir mal, 7. Dann wird die Zeitspanne wieder länger. Dadurch, dass wir hier mit diesen Defines gearbeitet haben, werden die ganzen Berechnungen hier unten automatisch auch angepasst. Das ist das, was ich eben meinte mit, das ist dann für mich einfacher. Und jetzt können wir hier so unsere Frequenz, wie wir sehen, ja, komm, 419,7. Das ist nah genug dran an den 420. So können wir die dann halt ein bisschen feintunen, auch wenn der Quarz, der da drauf ist, vielleicht nicht so genau ist. Okay, und naja, wir haben jetzt hier entsprechend unser Tastverhältnis. Und können weiterhin, auch wenn wir hier diesen ganzen Klumbatsch haben, unser Tastverhältnis ändern. Das heißt, wenn wir hier 64 reinschreiben, dann sollte unser Tastverhältnis auf 25% runtergehen. Überraschung, Tastverhältnis wird kleiner und wir sind bei 25%. Wunderschön, wir haben also einen PWM, wo wir die Frequenz ändern können, wie wir wollen, also mehr oder weniger wie wir wollen. Unsere Auflösung ist natürlich eingeschränkt, gerade bei 8-Bit. Wenn wir mit 16-Bit arbeiten, geht es natürlich feiner. Aber so können wir alles ändern. Wie gesagt, gibt ein paar Sachen zu beachten. Man muss ein bisschen mit den Registern rumfummeln von der CPU. Man muss aufpassen, wenn man mit dem Timer arbeitet, dem Timer 0 war es ja, glaube ich, dass da entsprechend auch Millis und Delay und so kaputt gehen können, wenn wir da die Prescaler ändern oder auch hier so einen Preload machen, also einen Wert machen. Aber prinzipiell haben wir damit schon mal deutlich mehr Freiheiten und können die CPU viel mehr ausreizen, als einfach nur Analog-Write zu schreiben und zu hoffen, dass Arduino sich schon drum kümmert. Hier so halt deutlich besser. So, ich habe jetzt hier meine 420 Hertz mit meinem variablen Verhältnis, was ich entsprechend da ändern kann, wie ich möchte. Und ja, wir können das auch hier jetzt sweepen lassen. Und hier sehen wir jetzt entsprechend, dass wir hier unseren Sweep haben. Das heißt also, die Tastverhältnis wird immer größer bis 100% und dann fängt der Code wieder bei 0 an. So, das war jetzt eine Menge Theorie. Ich weiß, aber ich hoffe, es war trotzdem verständlich. Ihr habt verstanden, wie diese internen Timer genutzt werden können, um hier so Pulse automatisch zu erzeugen, ohne da wirklich im Code viel zu machen. Denn gerade wenn wir jetzt nicht mit Preload arbeiten und Interrupts, läuft das komplett im Hintergrund, unabhängig von unserem Code, und wir können hier sonst was tun und trotzdem kommen die Pulse immer zur richtigen Zeit raus. Das heißt also, auch wenn wir zeitkritische Sachen haben, ist das kein Problem. Wie auch immer, ich habe mein Ziel erreicht. Ich kann meine Frequenz mehr oder weniger frei bestimmen, also zum Beispiel unsere Pi mal Daumen 420 Hertz, und kann trotzdem PWM machen. Muss halt nur aufpassen, dass ich entsprechend das Verhältnis dann anpasse, wenn ich hier mit so einem Preload arbeite. Aber prinzipiell denke ich, dass ich damit bei meinem Projekt weiterkomme. Und damit denke ich, dass hier die Schaltung am Ende auch hoffentlich das tut, was sie meiner Meinung nach soll.